jederzeit einen Herzstillstand erleiden. Allein schon mir all das zu beschreiben, brachte dich außer Atem. Deine Lungen verloren den Sauerstoff, als hätten sie ein Leck. Sogar das Reden war eine zu große, zu umfassende Anstrengung. Ich sah dich gegen deinen Körper kämpfen, aber ich versuchte so zu tun, als würde ich es nicht bemerken. Du kannst dich nicht mehr hinter das Steuer setzen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Du darfst keinen Alkohol mehr trinken, kannst nicht mehr alleine duschen, ohne dass das ein enormes Risiko bedeuten würde. Du bist gerade mal 50. Du gehörst zu jedem Menschen, für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat. Unsere Mutter würde uns dann das Abendessen schulterzuckend hinstellen. Und dann würde ich dich nicht zu Gesicht bekommen. Bis zum nächsten Morgen. Also betete ich jedes Mal, wenn ich nach Hause kam. Jeden Tag. Und ich dachte an den Wagen und ich dachte, dass sie nicht da sind. Lass ihn nicht da sein. Lass ihn nicht da sein. Papa hat getanzt. Ja, sagte sie. Ja, er hat immer und überall getanzt. Bei jeder Gelegenheit. Und dann schauten ihm alle zu. Ich war so stolz, dass das mein Mann war. Und ich bin sofort rausgelaufen auf den Hof, wo du gerade für den Winter Holz hacktest. Ich wollte wissen, ob das stimmte. Ich wiederholte, was meine Mutter gesagt hatte. Aber du schlugst die Augen nieder und murmeltest: Glaub doch nicht jeden Scheiß, den deine Mutter dir erzählt. Und dann entdeckte ich ein von Insekten und Feuchtigkeit halb zerfressenes Album mit Fotos von dir. Als Majorette verkleidet, als Frau. Man muss sich wiederholen, bis sie uns zuhören. Man muss sie zum Zuhören zwingen. Man müsste eigentlich schreien. Dein Vater war gewalttätig und deswegen wolltest du nie gewalttätig werden. Du sagtest immer, du würdest nie eins deiner Kinder schlagen, ich. Ich werde nie die Hand erheben gegen eines meiner Kinder. Gewalt produziert eben nicht nur Gewalt. Ich habe das lange immer wieder gesagt, aber es stimmt nicht. Gewalt bewirkt nicht nur Gewalt. Ich habe mich geirrt. Gewalt hat uns vor der Gewalt bewahrt. Hattest du mir schon damals die Erkenntnis übermittelt, dass wir zu jenen gehörten, denen niemand zu Hilfe kommen würde? Hattest du mir schon damals den Sinn für unseren Platz in der Welt vermittelt?
Ich habe fast alles vergessen, was ich dir erzählt habe, als ich bei dir war letztes Mal. Aber ich erinnere mich an all das, was ich dir nicht gesagt habe. Überhaupt erinnere ich mich, wenn ich... Wenn ich an die Vergangenheit denke, an unser gemeinsames Leben, da erinnere ich mich an all die Dinge, die ich nicht gesagt habe. Meine Erinnerung ist erfüllt von dem, was es nicht gegeben hat. Du hast dir den Luxus des Erschreckens und des Erstaunens abgewöhnt. Für dich war nichts mehr unerwartet. Denn du erwartetest nichts. Für dich war nichts mehr brutal. Die Brutalität war keine Brutalität, sondern das Leben. Du benanntest sie nicht. Sie war da. Sie war. Wenn du angetrunken warst, dann sagtest du manchmal zu mir, doch, natürlich, du würdest mich lieben. Und du würdest gar nicht wissen, warum du sonst immer so heftig seist. Unter Tränen sagtest du zu mir, dass es dir immer sofort danach leid täte und du gar nicht verstündest, warum du immer solche Dinge zu mir sagtest. Du warst ebenso Opfer der Gewalt, die du ausübtest, als jener, der du ausgesetzt warst. Wenn du mich mitnahmst zum Zigaretten holen oder andere Dinge einkaufen. Ja, aber ehrlich, meistens waren es Zigaretten. Da legtest du immer eine CD ein von Céline Dion. Eine kopierte, mit Filzstift beschriebene CD. Céline. Und dann legtest du sie in den CD-Spieler ein und drücktest auf Start. Und du sangst aus voller Kehle mit. Sämtliche Songs kanntest du auswendig. Und ich sang mit dir mit. Und ich weiß, das Bild ist ein Klischee. Aber es kam mir so vor, als wären das die einzigen Momente gewesen, in denen du mir Dinge sagtest, die dir sonst nicht über die Lippen kamen. Eines Tages, da rief die Fabrik an der du arbeitetest. Und sie sagten, du hättest einen Arbeitsunfall gehabt. Es hieß, du würdest mehrere Jahre lang nicht mehr gehen können, weil eine schwere Last auf dich gestürzt sei, die deine Wirbelsäule zerschmettert hätte. Anfangs lagst du nur im Bett, wochenlang, völlig reglos. Du konntest nicht mehr sprechen. Nur noch schreien. Nachts bist du aufgewacht, vor Schmerzen schreiend. Es war so, als würde dir dein Körper nicht mehr gehorchen, als
auch das ist eigenartig. Sie bestimmen die Politik, obgleich die Politik kaum Auswirkungen auf ihr Leben hat. Für die Herrschenden ist Politik weitgehend eine ästhetische Frage, eine Art, sich zu denken, sich zu erschaffen, eine Weltsicht. Für uns ist sie eine Frage von Leben und Tod. August 2016. Hollande novelliert das Arbeitsrecht. Trotz deines Gesundheitszustandes kannst du gezwungen werden, jede Woche noch ein paar Stunden mehr zu buckeln. Hollande hat dir die Luft genommen. Warum werden diese Namen nie genannt? August 2017. Emmanuel Macron kürzt die Wohnungsbeihilfe für die ärmsten Franzosen um 5 Euro im Monat. 5 Euro seien doch unerheblich. Sie haben keine Ahnung. Sie äußern solche kriminellen Sätze, weil sie keine Ahnung haben. Emmanuel Macron stiehlt dir das Essen direkt vom Teller. Du hast dich in den letzten Jahren verändert. Du bist ein anderer geworden. Wir haben uns unterhalten. Lange. Wir haben uns ausgesprochen. Ich habe dir Vorwürfe gemacht wegen des Menschen, der du in meiner Kindheit gewesen bist. Wegen der Härte. Deinem Schweigen. Aber das, was sie deinem Körper angetan haben, hindert dich daran, den Menschen zu entdecken,